Schlager und Dance Fox Backstage. Deine Sendung für News und Hintergrundinfos von deinen Stars. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Backstage. Das ist das Magazin extra für euch, wo ich euch 14-tägig donnerstags um 19 Uhr darüber berichten werde, was es so Neues gibt in der deutschen Musikszene. Und ich bin sehr froh, dass ihr eingeschaltet habt. Unser heutiges Thema ist die Schlagerkultmesse. Und ich verrate euch 10 interessante Fakten, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Die Schlagerkult fand letzte Woche zum allerersten Mal in Oberhausen in der Turbinenhalle statt. Also so kult ist die Messe noch gar nicht. Die Planung allerdings dauerte 2,5 Jahre und die Idee dahinter war einfach eine Fachmesse für Leute aus der Branche zu organisieren, die einfach als Plattform dient, um sich gegenseitig auszutauschen. Der Veranstaltungsort der Schlagerkult, die Turbinenhalle, gehörte bis 1980 der Stahlindustrie an, bevor sie dann 1993 erstmal als Diskothek wieder eröffnet wurde. Mittlerweile finden dort ziemlich viele Konzerte statt und auch Künstler wie Bushido, Unheilig oder Michael Wendler sind dort schon aufgetreten. Und so sieht eine volle Konzerthalle aus. Dieses Jahr gab es auf der Messe schon 51 Aussteller, die insgesamt 91 Marken präsentierten, 10 Seminare, eine Roundtable-Diskussion und 16 Speaker. Solltet ihr selbst Interesse haben an einem Stand auf dieser Messe, dann kann man den übrigens jetzt schon reservieren auf der Website von Schlagerkult. Die ist jetzt auch nochmal eingeblendet. Obwohl es das allererste Mal war, dass diese Messe stattfand, konnte sie schon 1.506 Besucher anziehen. Als Privatperson hat man aber leider gar keine Chance, da reinzukommen, denn die Messe ist ausschließlich als Plattform für Künstler, Agenturen und so weiter gedacht. Die Vorstellungen und Wünsche für die Messe 2019 sind übrigens, sie einfach weiter zu etablieren und noch mehr Aussteller und noch mehr Besucher zu gewinnen. Die Veranstalter sind selbst in der Schlager- und Eventbranche tätig. Obwohl die Planung 2,5 Jahre gedauert hat, steht der Termin für 2019 schon fest. Und zwar ist das der 16.01.2019. Wenn ihr Interesse habt und Lust, dann könnt ihr jetzt schon die Karten reservieren unter schlagerkult.de. Ja, und das waren 10 Fakten über die Schlagerkultmesse letzte Woche Mittwoch. Und das war es auch schon mit unserer Sendung. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Schreibt uns in die Kommentare, gerne auch, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Und seid wieder dabei in 14 Tagen, Donnerstag um 19 Uhr. Schlager und Dance Fox Backstage. Deine Sendung für News und Hintergrundinfos von deinen Stars.